Das sehe ich auch nochmal. Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier bei der Karte vom Arsch. Ja, ich mache hier weiter. Ich wünsche euch auch heute einen coolen Tag, Silvester. Ich hoffe, ihr könnt feiern. Beziehungsweise habt doch alte Reserven vom letzten Jahr. Ich habe das Glück, dass ich da hier kaufen kann in Österreich. Auf jeden Fall, ne? Ich will ja am Montag nochmal los. Und ansonsten hätte ich früher kaufen müssen, dann wäre es halt Pech. So, machen wir weiter. Ja, wie gesagt, in Österreich ist Knallen nur an einigen öffentlichen Plätzen verboten. Privat ist das sicherlich auch erlaubt. Also bis gestern konnte ich noch kaufen. Also da gab es noch, ich sage Knaller und so, das kaufe ich sowieso nicht. Kaufen wir eher das Feuerwerksbatterien und so, ne? Weil Knaller, da bin ich auch vorbei. Dann mache ich zwar ab und zu mal noch, aber wenn ich einen habe, aber wie gesagt, bei mir geht es auch darum, der räumt es nachher weg. Das heißt, wenn ich viel Dinge umher schmeiße und knalle, der Dreck liegt ja vor meiner Haustür mehr oder weniger. Und dann muss ich auch entsorgen. Ja, sonst gibt das Ärger. Und deswegen verwende ich dafür eigentlich die Batterien, die ich mit einem Griff komplett anfassen und entsorgen kann. Ne? Und ansonsten könnte man noch Raketen nehmen, die fliegen ja eh weg. Und landen eigentlich ganz woanders. Gut, ich habe schon Sachen erlebt, da landet auf einer Terrasse aus zum Beispiel, wenn der Wind ungünstig ist. Ja, und dann. Ansonsten verwende ich nur ein, zwei Batterien. Die sind ja auch eh recht teuer, kann man sagen. Kostet hier so eine einfachsten Batterien, 30 Sekunden glaube ich, Brenndauer oder 45 Sekunden. Ja, die 25 Euro, ne? Und das ist ein Paket von ja, 20x20 cm ungefähr, in der Breite, in der Höhe ungefähr. Auch ungefähr 20, sind wir so plus minus 5 cm teilweise. Und die ganz großen, die riesen Dinger kosten schon richtig viel Geld, die kosten dann um die 70, 80 Euro. Ne? Also das muss ich ganz ehrlich sagen, da ist mir das Geld auch so schade. Ne? Klar, die Effekte sind schön, schön bunt. Aber muss ich wohl die Kirche im Dorf lassen. Ne? Deswegen bin ich da ein bisschen ja sparsam ist übertrieben, aber wie gesagt, da muss man da guckt, oh je, das muss nicht sein, ne? Wieder alle. Oh Mann. Gibt's ja keine größeren. Arbeitspreis ist ja gut, ne? V und X. Na gut, am nächsten Feld machen wir Kursplay. Also die 2 und die 15. Aber die BGH ist hier leider ja, Blocking. Guck mal, wo ist der wieder stehen geblieben? Der Puma ist gerade wichtig. Muss ich gleich gucken, das ist schlecht. Jetzt probieren wir mal aus hier, ob der Missfahrer von hier ist, kann sein, dass er von da ist. Und steht und nicht wegfahren kann, weil die BGH noch nicht verarbeitet hat. Ah, der Missfahrer ist voll. So, Puma, wo bist du? Eigentlich ist der. Zur Bahn aktiviert. Da muss man gucken, wo das liegt. Warum man da keinen Punkt findet. Nützt ja auch nichts, den müssen wir zurück. Wir müssen in den Nachtruppel. Bei den Wiesen hat es geklappt bei 36. Warum geht es hier nicht?
die Frage, ne? Hier Abfahrer, gut, hier ist kein Punkt drauf. Das könnt ihr mal probieren, ob da das vielleicht dadurch, dass ich hier den Kurs mal. Er muss ja nicht am blauen Kurs angeschlossen sein. Dass ich immer einfach mal verlängere. Und dichter rangehe. Dass ich hier praktisch so ranfahre. Dass man den am Punkt auch nehmen kann vom zum. Oder er hat. Das könnte auch sein. Da muss ich mal ganz kurz gucken an der Einstellung, dass er hier den nächstgelegenen anwenden. Das kann auch der Grund gewesen sein. Das heißt, ich probiere nochmal aus, ob er fährt. Also wir fahren nochmal zurück. Gut, das könnte hier auch trotzdem runterfahren. Das ist ja kein Widerspruch. Problem ist nur, wenn das viele Fahrzeuge sind, dann ist es natürlich blöd. Und alle den Punkt irgendwie drauf fahren sollten, dann nachher. Wo war das nun gewesen? Hier vorne war das gewesen. Hier vorne war ein Bereich, wo man nicht falsch ist. Mal gucken. Da war irgendwo die Warnung drin. Weil rechts ist ja nicht die Kaltung, ne? Und da ist schon ein Kalt. Gut, fangen wir hier an. Feldmodus. Jetzt mal ganz kurz. Mal ganz kurz gucken, was die anderen eingestellt haben. Ich habe schon wieder vergessen. 19 war ja fertig, der macht ja da 36. Oben ist Feld. Das ist der Wahnsinn. Ich brauche Gehirntraining. Oben ist Feld, müsste eigentlich klappen. Gut. Normal. Ist das nicht. Aber das ist schon normal, ne? Das ist auch nur noch der Rest, das kann ja wohl nicht sein. Das ist Sauerei. Ist ja nur noch eine Bahn, eine halbe Bahn kann man sagen. Da hat der Kalkfahrer gerade nachgeholt. Der Kleine. Also hier ist der Ende. Die andere Richtung. Was hier? So, stellen wir hier ein. Einstellen. Jetzt fährt er zum Abruhr. Das ist jetzt eigentlich Richtung Feld Nummer 15. Das kann sein, dass er dahin will. Der orientiert sich ja nach dem blauen Strich. Dann würde er gleich auf die Straße fahren, was hier vielleicht gehen würde. Aber da wo Leitplatten sind, also echt ungünstig oder ein Rahmen wieder. Ne? Jetzt kommt, jetzt klappt es. Ah, okay. Hat also geholfen. Kann aber auch sein, dass der andere Modus nächstling Feld kommt, dann schafft das natürlich nicht. Ne? Also dann, dann kann ich den anderen wieder umändern, also nur löschen müssen. Ich dann denke. So, was wollen wir machen? Gehreste. Wird da lang, das ist mir ohne egal, Hauptsache fährt irgendwo hin, ne? Gehreste, BGH. Ich glaube, Mist wird nicht angezeigt. Und hier hat er gerade Probleme, FPS gewesen. Jetzt hätte es sein können, dass er abstürzt. Das hatte ich schon mal gehabt. Dankenfehler.
mal ganz kurz den Kurs aufhalten. Das kostet mich auch was wohl. Oder mehr? Nicht ganz. Da. Das können die Kleinen ja machen, ne? Das ist ja ausreichend. Die müssen ja nicht rasen. Also Mist, wie gesagt, zeigt er nicht an. Auf anderen BGH sind ja noch Silageballen. Steht da noch rum. Wir haben auch fast verarbeitet hier, die ganze Ladung, ne? Das wurde ja erhöht auf 1500 Liter. Eigentlich. Ob da REL reinpassen würde, weiß ich nicht. Man kann natürlich auch in die Erde reingehen, ne? Tiefe. Da kann man den Bunker entsprechend in Tiefe ausbauen, was sicherlich machbar ist. Oder auch gemacht wird. Aber hat eben seine Grenzen. Und das soll nach meiner Ahnung, meiner Meinung nach halbwegs realistisch sein. So, da haben wir fast alles gekalkt, ne? Vorgedüngt kann man sagen, ne? Mal Frau runternehmen. Der Rest macht nicht mit Dünger ansprechend den TikTok. Oh. Und sobald morgen der Tag beginnt, können wir hier das erste Feld mit Raps aussehen. Und hier im Feld Nummer 2, da wird man gleich das gleiche probieren, nur ein bisschen schauen, dass ich da die andere BGA nehme. Und da müsste eigentlich die ganzen Silageballen weg. So, ich muss den Kurs korrigieren. Oder er brettert durch und macht sich den Weg frei. Mit Ball ist es ein bisschen einfacher, die BGA zu bedienen. Also wenn man einen Radlader alles reinfahren würde, funktionieren bei Kursblech, aber was anderes bequemer. Der Tank und er muss repariert werden. Ja, ist halt so, ne? Das ist eine gute Ergänzung mit der Gärreste, das sparen wir uns Dünger ein, ne? Ist ja auch was, ne? FPS. Heute zeigt er mal die 50 an, ne? Oder die 60. Ich habe ab und zu mal so ein Problem, dass das ganze Spiel nur 30 anzeigt. Den Grund weiß ich nicht. Also fragt man nicht, warum es so ist. Ist halt so. Jetzt düngt er oder jetzt macht er nicht überall, ne? Ach so, da ist ja nicht überall gemessen worden. Das ist natürlich blöd. Da muss ich beim nächsten Mal nach der Ernte sowieso machen, ne? So. Und X. Jetzt werden wir auf Feld Nummer 2 fahren und dort schon mal programmieren. Und wisst ihr was? Ich hab das schon wieder vergessen. Wegen, was ist wichtiger? Gärreste und Feld? ist nicht normal. Ach, erst Feld. Okay, jetzt haben wir eine Eselsbrücke. Erst Feld. Weil Feld sehe ich aber auf der Karte, ne? Oder allgemein. Also erst Feld und dann der Punkt, wo wir holen soll. Ja, man, das ist ja nicht normal, ne? Und noch heute Abend aufpassen, die Finger dran lassen. Wer knallen kann, soll da entsprechend aufpassen. Und nicht unter Menschen schmeißen, ne? Hat mein Bruder mal gemacht. Da war der Nachbar fast taub. Ja, lange ist her. Das war auch so ein Wuling gewesen, ne? Da war überall. Zuck. So, wo ist hier Outdrive-Kurs beginnen? Ach, guck mal. Nee, gar nicht. Hier ist Abfahrt. Abfahrt ist ungünstig, da fangen wir nicht an.
Das hat mich Holger so gemacht, dass er praktisch die Felder zum Beispiel so gestaltet hat, dass von der einer durchreichend Reifen. Wo ist denn der? War nicht wie sie fertig, wo sind wir aktuell? Was hat das? Okay. Die 19, ne? Oder 36? Mal gucken, wo er steht. Keine Ahnung. 19 ist da. Ja, der sollte nicht da sein normalerweise. Gut, dann habe ich nicht eingestellt, ne? Also. Beziehungsweise verkehrt. Hat er sich am Baum festgefahren. Da haben die Kollegen diese. Suchen sie immer gerade diesen Platz aus, wo man sagen kann, da kommt man nicht raus, ne? In dem Fall. Das ist fast unmöglich. Dann muss ich mal ganz scharf links einfahren. Einschlagen. Dicht daran. Dann rum ein. Müssen wir davor fahren, damit wir da vielleicht die Chance haben, ihn rauszuziehen. Oder rausdrücken. Ja, keine Chance. Gut, wir setzen mal zurück. Und zwar. Den nicht. Weil das erkannt nämlich alle. Gut, da hat es geklappt. Hätte vielleicht auch geklappt, wenn ich das abgehängt hätte, vielleicht mal sehen. Hätte. Weiß man nicht. So, der Arne fährt. Das war bestimmt 25, wäre ich fertig gewesen, ne? Bestimmt. Ja, nicht ganz, weil man ist ja losgefahren. Ah, jetzt weiß ich warum. Weil er zurückfahren wollte und das war ja leider auf Feld 19. Die wir wieder ändern auf Feld. Deswegen. Auf geht's zum Haltfeuer. Und gleich mal hier einstellen. Gleich für Feld 25, ne? Oder nächste Feld. Kalk hat er ja geholt. Der voll. Seit 19 ganz in der Ecke. Ja, liebe Schau, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Dann seid mal tschüss. Ja, ciao. Ja, dann geht's hier weiter. Auch im Neujahr. Kommt eine Folge. Und nur eine. Von der Art. Eine kommt noch von Kühl, eine von Kevin Fox. Tschüss. Ja, ciao. Und wünsche euch heute Abend allen einen guten Rutsch. Tschüss. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss.